Was passiert eigentlich, wenn der Lokführer plötzlich ohnmächtig wird? Naja, wo soll denn da jetzt das Problem sein? Der wird halt ohnmächtig und dann hält der Zug halt an. Aber hält der Zug da wirklich an, wenn ich jetzt ohnmächtig werde? Ich muss ja kein Gaspedal drücken. Ich habe hier einen Hebel. Guck. Und der bleibt so stehen auf der Stellung. Fahren Gas. Ja? Und ich kann nicht nach links und nicht nach rechts runterrutschen. Ja? Ich bin jetzt kein Busfahrer. Wenn ein Busfahrer ohnmächtig wird, dann ist es richtig scheiße. Weil dann verreißt er vielleicht das Lenkrad und fährt irgendwo einen Graben. Ja, und dann brauchen wir uns nicht mehr fragen, was ist, wenn der Busfahrer ohnmächtig wird. Aber was ist, wenn der jetzt ohnmächtig wird, der Lokführer? Wann hält denn der Zug da an? Hm? So, und jetzt kommt die SIFA ins Spiel. SIFA, Sicherheitsfahrschaltung, kann man auch wieder googeln. Ich erzähle nichts Neues. Das ist für euch sozusagen der Todmannsknopf. Ganz viele kennen ihn unter Todmannsknopf. Den muss man gedrückt halten, dass der Zug auch fährt. So, und ab und zu muss man den kurz loslassen und wieder drücken. Und damit ich nicht die ganze Zeit mit der Hand irgendwo hindrücke, gibt es das als Fußtaster. Ich zeige es euch. Das ist der Fußtaster, SIFA. So, den drücke ich. Und irgendwann lasse ich ihn wieder los und drücke da drauf. Und so fahre ich. Wenn ich jetzt also ohnmächtig werde, dann könnte man denken, dass eventuell mein Fuß ein bisschen runterrutscht, weil ich sowieso schlaff werde, ja, von der Körperhaltung her. Dann dauert es gar nicht mehr lange, dass der Zug anhält. Wenn mein Körper aber nicht schlaff wird, ja, und ich das Ding gedrückt halte, ne, mit dem Fuß, dann dauert es ein bisschen länger. Wie lange dauert es dann? Ich habe da mal ein Quiz drüber gemacht in meiner Story. Ja, es dauert genau 35 Sekunden, weil nach 30 Sekunden fordert mich das Fahrzeug auf mit dem Lichtchen. Hallo, bist du noch da? Drück mal oder lass mal los. Und nach weiteren 2,5 Sekunden fordert er mich auf mit einem hässlichen Ton. Ja, hallo! Und nach weiteren 2,5 Sekunden kommt eine Zwangsbremse und wir stehen. Dann ist alles sicher. Das ist übrigens dieser Ton. Und das war die Zwangsbremsung. Ich zeig's euch nochmal. So, wir haben hier einen SIFA-Leuchtmelder, Sicherheitsfahrschaltung. Ja. Und der fängt alle 30 Sekunden an zu leuchten, wenn ich keine anderen Handlungen mache. Also, wenn ich die SIFA nicht loslasse. So, jetzt schauen wir mal, wann der anfängt zu leuchten. Jetzt leuchtet er. Gleich kommt der Piepton und dann kommt die Bremsung. Zack, voller Ausschlag. Ihr habt gesehen, wie der Ausschlag hochging vom Bremszylinderdruck. Und das ist dann meine Schnellbremsung, meine Notbremsung und der Zug hält an. So, es gibt jetzt also mehrere Möglichkeiten. Entweder ich werde bewusstlos und rutsche von dem SIFA-Taster runter, dann hält der Zug sofort an, ja, weil ich die gar nicht mehr drücke. Oder der Zug hält nach 35 Sekunden an. Ja, 30 Sekunden lang nichts, 2,5 Sekunden plus 2,5 Sekunden, ne? Leuchtmelder plus SIFA-Ton und hält dann an. Und jetzt noch eine dritte Möglichkeit, für den Fall, dass ich in der 30-sekündigen Zeit ein Vorsignal passiere, was in Warnstellung steht, zum Beispiel Langsamfahrt oder Halt erwarten, dann will das Signal von mir ja auch eine Quittierung haben. Dann muss ich ja irgendwas drücken. So, und das mache ich ja auch nicht, wenn ich bewusstlos bin. Und dann merkt der Zug, ey, mit dem stimmt irgendwas nicht und hält auch an. Das sind die drei Möglichkeiten. Ja, gibt bestimmt noch irgendwelche. Aber heute geht es hier um die SIFA, Sicherheitsfahrschaltung. Die ist nämlich genau dafür da, dass in solch einem Fall der Zug anhält. Also, was passiert, wenn der Lokführer ohnmächtig wird während der Fahrt? Dann schlägt die SIFA zu, die Sicherheitsfahrschaltung, die extra für diesen Fall konzipiert ist, dass der Zug anhält, falls der Lokführer nicht mehr reagiert. Okay, tschüss, hätte ich beinahe gesagt, aber für die Kommentare, nein, für Fragen in die Kommentare. Also, okay, tschüss.